einmal grob durchzählen, auf 22 kommen und dann geht dieser 34. Spieltag für die beiden Mannschaften los. Rot-Weiß Essen in den weißen Trikots von links nach rechts und Rödinghausen verteidigt und greift im besten Fall auch an von rechts nach links. So wie sich das für den Moment erkennen lässt. Noch jemand zurückfahren, aber gucken wir erstmal auf die Gelegenheit jetzt für Essen Hildebrand. Ja, der kommt nicht schlecht. Komplett freistehend Steven Leverenz. Weiß nicht, ob er selber überrascht war von der Situation. Simakala, der 24-jährige Offensivspieler vom SV Rödinghausen mit seinem 13. Tor. Grote. Boah, der Pass war mal gut. Genau durch die Schnittstelle. Kefkir. Oh, und dann ist es Hildebrand mit dem Kopf. Aber auch der nur ans Außennetz. Er ist nicht schlecht, Kurzen und Davari. Damit man dann überhaupt mit einem halben Auge auf dieses Ergebnis schielen kann. Aber jetzt gucken wir erstmal auf Condé. Er ist nicht schlecht und der Ball ist drin. Eigene Hausaufgaben machen, Aufgabe 1 zumindest mal gelöst, den Ausgleich zu machen. Aber Freistoß, Conte oder Ke Gomez. Und jetzt ist ein bisschen Platz da. Kefkir, immer 1 gegen 1. Jan Kefkir versucht es direkt, aber verzieht dann doch deutlich. Und Gil Gomez wird den Ball reinbringen. Keine schlechte Position, gute Flanke, Engelmann. Und dann ist es meiner Meinung nach ein Handspiel. Aus. Unangenehmer Gegner, hat Christian Neid hat im Vorfeld schon gesagt. Und dieser unangenehme Gegner hat sich jetzt zumindest mal für die 75 Minuten bewahrheitet. Und vielleicht sogar mehr? Fragezeichen. Nicht schlecht gespielt, Simakala. Nimmt ihn direkt mit dem Vollspann. Die schwierigere Variante. Da war eigentlich Platz, Davari war ja vorher ein bisschen rausgerückt. Die linke Ecke komplett auf. Das wäre das 2:1 für Rödinghausen gewesen. Auf Lee, aber Essen kriegt's verteidigt. Engelmann, gut durchgesteckt. Jetzt ist ein bisschen Platz über die linke Seite. Herrenbock, gute Idee und guter direkter Abschluss von Simon Engelmann. Und die Hausaufgabe fristgerecht abzugeben. Herrenbock übernimmt. Und der kommt nicht schlecht. Und dann ist es die Riesengelegenheit für Essen auf 2:1 zu stellen. Klappt. Gegen den BVB müssen sie auch noch ran. Also da könnten sie auch noch mal Essen dann Gefallen tun im Gegenzug. Aber noch haben sie gar keinen Gefallen getan.
Doch, jetzt haben sie den Dortmundern gefallen getan, denn der SV Rödinghausen murkst den Essenern einen Punkt ab. Das ist natürlich ja, aufgrund der Ergebnisse in den letzten Wochen extrem bitter, dass man jetzt hier nochmal zwei Punkte liegen lässt und einen Punkt an Rödinghausen abgeben muss. Aber so ist es. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.